Moin YouTube und herzlich willkommen zum neuen Video vom Lux Store. Heute haben wir ein besonders spannendes Video für euch. Wir wollen euch nämlich zeigen, wie man kleinere Reparaturen mit Sprühdosen erledigen kann. Wir werden häufig gefragt, ob es überhaupt möglich ist, mit der Sprühdose unter einfachen Bedingungen ordentliche Reparaturen durchzuführen. Um euch diese Frage zu beantworten, haben wir uns mit einem unserer Kunden getroffen, der uns mal zeigen wollte, wie er das machen würde. Hier haben wir einen typischen Schaden am vorderen Stoßfänger. Damit angrenzende Karosserieteile nicht beschädigt werden, deckt unser Kunde den Kotflügel mit einem Streifenklebeband ab. Als erster Arbeitsschritt schleift er die Schadstelle mit einem Mini-Exzenter und Schleifpapier der Körnung P120 aus. Die Körnung wird im Schleifprozess mehrmals verfeinert auf P240 und P400. Nach dem Maschinenschliff schleift er die zu lackierende Fläche mit feinem Schleifvlies und etwas Wasser matt. Danach reinigt er das Werkstück mit Silikonentferner. Nun klebt er die Reparaturstelle mit Zeitungspapier ab. Optimalerweise sollte man dazu professionelles Abdeckpapier benutzen, aber Zeitungspapier wird typisch im Heimwerkerbereich verwendet. Zum Erreichen einer weichen Kante, die im Anschluss an die Lackierung poliert werden kann, setzt unser Kunde ein spezielles, rundes Schaumstoffband ein. Da nicht der komplette Stoßfänger lackiert wird, sondern nur der Bereich um die Beschädigung, muss der Lack im vorderen Bereich angenebelt werden. Deshalb deckt er diesen Bereich nur grob ab. Jetzt trägt er eine schnell trocknende Grundierung auf und erwärmt sie vorsichtig mit dem Heißluftföhn. Den Föhn braucht ihr nicht verwenden, allerdings müsst ihr dann immer sicherstellen, dass die Materialien gut durchgetrocknet sind. Solltet ihr einen Heißluftföhn verwenden, seid bitte äußerst vorsichtig, damit ihr euch nicht verletzt oder gar etwas in Brand steckt. Die Grundierung trägt er in 2 bis 3 dünnen Schichten auf. Das sollte beim Verwenden von Sprühdosen generell gemacht werden. Nach dem Trocknen wird die Grundierung mit Schleifpapier der Körnung P600 bis P800 angeschliffen, um Haftung für den Basislack zu gewährleisten und eventuelle Sprühnebel zu entfernen. Nach dem Schleifen sollte immer erneut mit Silikonentferner gereinigt werden. Jetzt kann der Basislack aufgetragen werden. Denkt bitte daran, alle Sprühdosen vor Gebrauch gründlich zu schütteln. Achtet außerdem darauf, dass euer Werkstück und die Spraydosen etwa 20 Grad warm sind. Der Abstand, mit dem ihr sprüht, sollte etwa 15 bis 20 cm sein.
trag dünne, gleichmäßige Schichten auf, von denen jede einzelne matt auftrocknen sollte, bevor ihr die nächste sprüht. Wenn der Farbton gedeckt hat, solltet ihr bei Metallic-Lacken noch einmal aus etwas größerer Entfernung einen dünnen Nebelgang auflegen. Dies gewährleistet, dass der Farbton gleichmäßig und wolkenfrei wird. Nachdem der Basislack matt aufgetrocknet ist, kommt die Klarlackschicht. Hier arbeitet unser Kunde mit einem Zwei-Komponenten-Klarlack auch aus der Sprühdose. Er beginnt mit einer dünnen Nebelschicht, um den nachfolgenden beiden Schichten eine gute Haftung zu ermöglichen. Die Nebelschicht wird kurz angetrocknet. Dann wird der erste glänzende Gang Klarlack aufgetragen. Wenn ihr keinen Heißluftföhn einsetzt, lasst ihr diesen Gang etwa 10 Minuten bei 20 Grad ablüften und tragt dann die nächste Schicht auf. Nachdem unser Kunde den Klarlack kurz antrocknen lässt, entfernt er die Klebebänder, da er den Klarlack sonst wieder mit ihnen abreißen würde, wenn er ihn zu lange trocknen lässt. Er hat den Übergang zur Altlackierung schon grob mit dem Klarlack hergestellt und geht jetzt mit einer Beispritzverdünnung vorsichtig über diesen immer noch nicht durchgetrockneten Bereich. Hier seid ihr bitte besonders vorsichtig. Die Beispritzverdünnung braucht nur sehr dünn aufgenebelt zu werden. Wenn ihr zu viel auftragt, gibt es ganz schnell Läufer. Jetzt kann euer Lackaufbau trocknen, am besten über Nacht bei 20 Grad. Wir haben mit einem Infrarotstrahler getrocknet, um euch noch den abschließenden Polierprozess zeigen zu können. Unser Kunde schleift die komplette lackierte Fläche mit Nassschleifpapier der Körnung P2000 an, um kleine Staubeinschlüsse zu entfernen. Danach poliert er die Fläche mit einer Poliermaschine und einer One-Step-Schleifpolitur auf Hochglanz. Dieses Verfahren funktioniert nur mit zwei Komponenten Klarlacken. Solltet ihr mit einem 1K-Klarlack arbeiten, solltet ihr den Lack mehrere Tage trocknen lassen, müsst beim Polieren wesentlich vorsichtiger sein und auf den Einsatz einer Maschine verzichten. Wir waren sehr überrascht und finden, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Wenn euch das alles jetzt ganz einfach vorkommt, denkt bitte daran, dass unser Kunde viel Erfahrung im Arbeiten mit Sprühdose hat und solche Lackierungen seit Jahren macht. Aber genug erklärt, jetzt heißt es für euch nachmachen. Achtet beim Arbeiten bitte auf den Gesundheitsschutz und den sicheren Umgang mit den Materialien. Lasst ein Like da, wenn wir euch helfen konnten, kommentiert, wenn ihr noch Fragen habt und abonniert für mehr hilfreiche Videos. Von uns aus heißt es Good Luck und bis zum nächsten Mal.